Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transim World 5, der Danny spielt das hier auf dem PC. Und damit ein herzliches Willkommen zu Teil 2 in unserer oder auf unserer Reise oder bei unserer Reise mit dem ICE 527 von Essen Hauptbahnhof über Duisburg Hauptbahnhof, Düsseldorf Hauptbahnhof, Köln-Messe-Deutz, Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Aschaffenburg Hauptbahnhof, Würzburg Hauptbahnhof, Nürnberg Hauptbahnhof und schließlich München Hauptbahnhof. Wir sind gerade dabei, hier auf der Strecke Main-Spessart-Bahn in den Hauptbahnhof von Aschaffenburg einzufahren, werden dann auf die Strecke Kassel-Würzburg gehen, dann von Fulda nach Würzburg fahren und dann natürlich zum großen Finale auf die Strecke München-Augsburg, von Augsburg nach München fahren und dort unsere Reise mit dem ICE 527 beenden. Genau, das ist heute so der Plan. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich das vorhabe. Ich heiße euch herzlich willkommen dazu. Ich habe soweit die Strecke und so weiter alles schon vorbereitet. Wir haben jetzt Einfahrt in den Hauptbahnhof von Aschaffenburg und werden das jetzt auch angehen. An Bahnsteig 7 werden wir halten. Es ist natürlich nicht möglich gewesen, von Frankfurt bis nach Aschaffenburg zu fahren. Ihr kennt das. Dann muss man halt das nächstbeste machen. Das heißt, dass wir jetzt hier in den so tun, als würden wir von Frankfurt jetzt nach Aschaffenburg fahren und jetzt hier in den Aschaffenburger Hauptbahnhof einfahren und uns dann gleich, wie gesagt, auf den Weg machen von Fulda nach Würzburg, denn das ist möglich. Und dann natürlich auch dann auf die Strecke München-Augsburg gehen und dann von Augsburg bis nach München Hauptbahnhof zu fahren. So, das heißt, wir werden die Strecke jetzt hier auch gleich wieder verlassen. Logischerweise. So, nee, so herum. Ach, seht mal, da steht eine Doppeltraktion. Wie heißen die noch? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ja. Wisst es wahrscheinlich. Richtig schöne Dieselloks. Ich weiß nur leider den Namen jetzt gerade nicht mehr auf die Schnelle. Aber es sind auf jeden Fall sehr schöne Dieselloks. So, damit wären wir hier in Aschaffenburg angekommen. Öffnet die Türen. Der Zug hat dann gleich Weiterfahrt bis nach Würzburg Hauptbahnhof, laut DB-Navigator auf jeden Fall. Genau, ich würde sagen, da sehen wir uns gleich in oder hört mich gleich in Würzburg wieder auf der Strecke. Oder wir können da gleich auch dabei bleiben. Wir verlassen jetzt hier auf jeden Fall diese Strecke. Begeben uns ins Hauptmenü. Ich schaue mal gerade in den DB-Navigator, wann der Zug dann in Würzburg sein soll. 11:30 Uhr. Das heißt, wir fahren ungefähr eine halbe Stunde von Fulda nach Würzburg. 11:30 Uhr, das heißt, wir würden dann 11 Uhr in Fulda losfahren. Dann machen wir das so. Ungefähr dürfte das passen. Kassel-Würzburg, Fahrplan zu Fuß. Fulda, 11 Uhr. Ja, das dürfte passen. Übrigens, die MBTA Boston Worcester Out Now, sage ich nochmal herzlichst ans Herz gelegt. Seit dem 12. November ist das, glaube ich, verfügbar. Genau. Ach, seht mal, was für schöne Lackierung. Ach, sehr schön. So, schauen wir gerade mal, wo jetzt Würzburg ist. Nicht, dass wir die falsche Richtung losfahren, das wäre Schiete. Das dürfte Würzburg sein. Genau. Das heißt, in diese Richtung müssen wir fahren. Wir sind da. Das heißt, wir stehen so rum. Wir müssen uns auf jeden Fall mal umdrehen. Sind wir immer noch Verkehrtung, oder? Das sehe ich so herum. Wo sind wir denn jetzt? So, müssen aber so herum. Richtig? Ja.
Jetzt laufen wir, glaube ich, richtig rum. Oder? Nee, so herum müssen wir. So herum. Ja, jetzt laufen wir vom Bahnsteig 7 weg, genau. Jetzt sind wir richtig, da müssen wir noch auf die andere Seite. Müssen wir noch auf die andere Seite. Und da wir ja das alles richtig korrekt machen wollen, laufen wir natürlich hier durch die Unterführung durch. Begeben uns dann mal zu Bahnsteig, ja, hier hoch. Das dürfte genügen. Genau. Ach, seht mal. Und dann laufen wir jetzt in die richtige Richtung. Spawnen uns hier unseren Zug hin. Und werden uns dann gleich auf den Weg nach Würzburg machen. Unserem nächsten Etappenziel. Wir haben ja bis jetzt schon erreicht Duisburg Hauptbahnhof, Köln-Messe-Deutz. Das ist leider ein wenig, naja, ihr wisst Bescheid, das war ein wenig schnell beendet. Frankfurt am Main Hauptbahnhof haben wir erreicht, Aschaffenburg Hauptbahnhof haben wir erreicht und jetzt sind wir auf dem Weg von Fulda bzw. von Aschaffenburg nach Würzburg. Nehmen uns hier unseren Europa-ICE, mit dem wir ja schon die ganze Zeit unterwegs sind, spawnen uns den hier hin. Genau, unseren ICE 527. So. Zack. Dann Fahrtrichtungswende nach vorne verlegen. Türen öffnen. Das war die LZB, die sich da, glaube ich, schon eingestellt hat, glaube ich zumindest. So. Das haben wir soweit. AFB auf jeden Fall. Das ist hier unerlässlich auf dieser Strecke. Die machen wir natürlich erstmal 40. Wir werden wahrscheinlich eh gleich LZB fahren können. Gehe ich mal stark von aus. So, genau, wir stehen in die richtige Richtung. Das ist sehr schön. Dann hier nach Würzburg wollen wir. Nehmen wir uns mal ein, ach, nehmen wir das Außengleis hier. Das sieht doch gut aus. 11:06 Uhr, 11:37 Uhr ist der nächste RE, der hier einfährt. Wir wollen ja 11:30 Uhr da sein, dann dürften wir das eigentlich schaffen. Genau. Wir haben grün, das heißt, wir schließen jetzt auch die Türen. Und dann werden wir uns auf den Weg nach Würzburg machen. Wunderschön. Auf geht's! Wunderschön. Wir können aufschalten, glaube ich. 146 214-6 hat auch gleich Weiterfahrt Richtung Würzburg. Und wir haben jetzt hier Weiterfahrt mit unserem ICE von Essen Hauptbahnhof direkt nach München Hauptbahnhof. Nächstes Etappenziel oder nächster Halt auf jeden Fall Würzburg Hauptbahnhof. Kommt noch so ein schicker ICE mit so einer schicken Lackierung. Richtig schön.
Warum haben wir denn jetzt gleich rot? Was soll denn das? Das ist doch jetzt doof. Warum haben wir denn rot? Das ist halt leider der Nachteil, wenn man Züge spawnt, weil man sich ja dann in diesen Fahrplan praktisch hineinmogelt. Und deswegen kommt es dann immer mal wieder zu solchen Situationen, die man dann aber leicht beheben kann, indem man die Züge, die einen stören, dann einfach entfernt. Und ich denke, wenn sich das jetzt nicht gleich anders lösen lässt, werden wir das auch so machen, weil sonst stehen wir nämlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Dach. So, damit hat sich das ganze Thema dann auch. Wir sind ja noch gar nicht befreit, oder? Oder was haben wir jetzt? 45 nicht. Fast eine Zwangse gehabt. Es war gerade noch. Oh, es war. 44 hatten wir. Alter Schwede, das war knapp. Das war knapp. 44 hatten wir drauf. Das war knapp. So, ihr seht hier die ganzen Heißluftballons, die ihr natürlich freispielen könnt. Sagen wir jetzt befreit oder sind wir noch unter Beeinflussung? Oder Wechselblinken? Nein, dann können wir uns auf jeden Fall befreien bzw. aufschalten. Das war aber gerade eine knappe Kiste, so fühlt es sich ein. Noch 100. ...44 hatten wir drauf. Ich habe total den Überblick verloren kurzfristig. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir noch unter Beeinflussung waren. Boah, Wahnsinn, seht euch das mal an hier. Das ist doch mal ein Foto wert, oder? Einfach wunderschön. Einfach wunderschön. Ach, immer diese Büsche hier. Wunderschön. Seht euch das mal bitte an. Das ist doch einfach Trauma. Wunderschön. Ja, das könnt ihr in den Mastery-Herausforderungen freispielen. Da müsst ihr Herausforderungen halt abschließen für diese Strecke. Und wenn ihr das dann gemeistert habt, dann bekommt ihr als Belohnung, könnt ihr euch dann die Heißluftballons aktivieren auf dieser Strecke. Und ja, das sind wirklich wunderschöne Motive. So, ich denke, wir werden dann gleich auch in der LZB aufgenommen. LZB dürfte ja mal aktiviert sein, oder? SIFA ist an, PZB ist an, LZB ist an, gut. So, warum werden wir jetzt nicht in der LZB aufgenommen? Kann mir das mal jemand sagen?
Ah, endlich. Ich wollte was sagen. Irgendwas ist doch hier falsch. So. Da beginnt jetzt das gemütliche Fahren. So, sehr, sehr schön. So langsam kommen wir dann noch auf Geschwindigkeit. Wir sind jetzt bei 250, haben wir gleich erreicht. Sehr schön. Also ich liebe ja solche Fortsetzungsszenarien, solche Szenarien, die man mit einem Zug auf mehrere Strecken simuliert und auch streng nach dem Fahrplan, also nach dem echten Fahrplan dann versucht nachzusimulieren, indem man dann einfach die DB Navigator App zur Hand nimmt und sich daran dann orientiert, wann der Zug wo ist. Und dementsprechend kann man das dann hier auch schön nachsimulieren. Natürlich etwas eingeschränkt, weil man nicht alle Strecken zur Verfügung hat. Aber ich denke, man kann das so schön trotzdem schön nachsimulieren und ja, ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Und ihr scheint das ja auch sehr zu mögen. Wie gesagt, 96% waren dafür, dass ich das mal wieder mache. Und ja, dementsprechend habe ich natürlich auch euch erhört und mache das auch sehr gerne. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ja. Also wenn 96% meiner Community das gerne möchte, dann mache ich das selbstverständlich auch und erfülle euch euren Wunsch. Das ist ja gar keine Frage. Ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran und euch gefällt es. Und ja, wenn es irgendwo noch hakt oder ihr noch irgendwas zu berichtigen habt oder mir Verbesserungsvorschläge machen wollt, dann tut das gerne in den Kommentaren. Ich bin für Kritik offen, weil nur so kann ich besser werden. Wenn ihr mir sagt, hey, da und da kannst du das aber noch anders machen und besser machen, dann macht das gerne. Ich bin da immer für offen, weil niemand ist frei von Fehlern, auch ich nicht. Und ja, deswegen schreibt es mir sehr, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Gebt mir Feedback, positiv wie negativ. Nur so werde ich besser, nur so kann ich es besser machen und nur so hilft es mir. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall immer wieder für sämtliche konstruktive Kritik, für Kommentare, für eure Kommentare in der Community und so weiter. Ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar für, weil ihr helft mir wirklich und ohne euch bin ich nichts und ihr seid alles, was ich bin. Und ja, dafür vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr für mich da seid und mir immer wieder positives wie negatives Feedback gibt. Und ja, dafür bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. So, davon jetzt erstmal genug. Widmen wir uns wieder hier unserem Fahrplan mit unserem ICE 527 von Essen Hauptbahnhof über Duisburg Hauptbahnhof, Düsseldorf Hauptbahnhof, Köln-Messe-Deutz, Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Aschaffenburg Hauptbahnhof, Würzburg Hauptbahnhof, unser nächstes Ziel. Und schließlich München Hauptbahnhof. Ne, falsch. Nürnberg Hauptbahnhof käme noch dazwischen. Können wir leider nicht anfahren, aber das wird mein nächstes
Ja, mein nächstes Ziel wären, ich sage es jetzt mal ganz offen, nur jeder, der dieses Video schaut, weiß, wo ich als nächstes hinfahre. Und genau. Das wird der Spotting Day Auftakt für nächstes Jahr 2025, der Saisonauftakt wird werden Nürnberg Hauptbahnhof. Ich freue mich drauf. Im März geht's los. Genau. Ich hoffe, dass ich da wieder richtig schöne Fänge machen kann, dass mir vielleicht der ein oder andere Sonderzug durch die Kamera fährt, durchs Bild fährt, sag ich mal. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf und das wird wieder episch. Und ja, schauen wir mal, wie das wird. März 2025, Spotting Day Saisonauftakt 2025, Nürnberg Hauptbahnhof. So, dann wisst ihr das auch. So, wir haben jetzt noch 56 Kilometer, Viertel nach 11. Ich denke, das sollte mit 11:30 Uhr hinhauen. Wenn nicht, dann haben wir halt ein bisschen, dann haben wir halt ein bisschen Verspätung. Könnte noch nicht schneller als 250 fahren, komischerweise. Ja gut, wir haben eine Streckengeschwindigkeit jetzt von 250, daran wird es liegen. Okay. Schauen wir mal. Vielleicht werden wir doch noch schneller. Jetzt haben wir 0. Haben wir irgendwo rot? Wüsste ich doch jetzt nicht, oder? Mal abwarten, wenn der jetzt nur 0 anzeigt. Nach wie vor hatten wir ja Glück mit dem Wetter. Es war ein bisschen diesig geworden zwischendurch, aber Regen hat man jetzt noch nicht. Mal schauen, ob das so bleibt. Ich habe nach wie vor dynamisches Wetter an. Also es kann da alles passieren. Oh, wir fahren jetzt dürfen wir endlich mal schneller fahren als 2,50. Vielleicht kommen wir doch noch auf 2. Ne, jetzt werden wir erst gebremst bei 2,50. Ah, schade. Schade, dass wir jetzt wieder gebremst werden, aber es ist halt so.
So wollte ich es so haben. Wunderschön. Sehr sonnig. Also der Zug hat eine reine Fahrzeit von Essen nach München vor circa 6,5 Stunden, wenn ich das richtig sehe. Ne, 5 Stunden 9 fährt der ICE 527 von Essen Hauptbahnhof nach München Hauptbahnhof über Duisburg Hauptbahnhof, Düsseldorf Hauptbahnhof, Köln-Messe-Deutz, Frankfurt am Main Fernbahnhof, Flughafen, Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Aschaffenburg Hauptbahnhof, Würzburg Hauptbahnhof und Nürnberg Hauptbahnhof. 7.53 Uhr würde er in Essen losfahren und wäre um 13.27 Uhr aufgrund von Verspätungen in München Hauptbahnhof wegen einer technischen Störung am Zug, die es heute an diesem 16. November 2025, 24, da sind wir noch, gegeben hat. Deswegen hat man ungefähr eine halbe Stunde circa Verspätung. 20 Minuten, eine halbe Stunde. Also 13.27 Uhr ist der Zug in München. Und wir werden das natürlich auf die Sekunden versuchen nachzusimulieren. Sehr verehrten Fahrgäste, aufgrund einer technischen Störung am Zug verspätet sich unsere Ankunft in München um ca. 25 Minuten. Und alle unsere weiteren Halte verzögern sich damit auch um weitere 25 Minuten. Wir werden im Würzburg Hauptbahnhof voraussichtlich heute statt 11.26 Uhr bzw. Würzburg Hauptbahnhof um 11.26 Uhr erreichen auf Gleis 5. Alle Anschlusszüge werden entsprechend erreicht. Über weitere Informationen hören Sie bitte auf die Lautsprecher-Durchsagen am Bahnhof und befragen Sie gerne auch unser Zugpersonal bzw. das Bahnhofspersonal in Würzburg. Unser Zug macht sich dann um 11.30 Uhr weiter auf den Weg nach Nürnberg Hauptbahnhof und München Hauptbahnhof. Nürnberg Hauptbahnhof werden wir dann gegen 12.21 Uhr erreichen auf Gleis 9. Genau. Wir bitten um Verständnis. Also wie gesagt, aufgrund einer technischen Störung an unserem Zug verspätet sich unser Zug, beziehungsweise haben wir bereits eine Verspätung
von circa 25 Minuten. Wir bitten dies zu entschuldigen und wünschen Ihnen noch eine angenehme Fahrt. Wunderschön. Traumhaft, einfach traumhaft. Wunderschön, einfach wunderschön. Ach geil, einfach geil, 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 geil. Ja. Denke, wir werden hier mal so richtig schön angebremst. Auf die Geschwindigkeit. Ach, wir haben tatsächlich rot. Diesmal stimmt die LZB. Ja gut, sind ja nur noch 6 Kilometer. Dann lassen wir jetzt mal das HUD an. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Ob wir gleich aus der LZB geschmissen werden oder. Müssen wir jetzt mal ein bisschen Obacht geben hier. Hier, richtig schöner Güterumschlagsplatz, Abstellplatz, BW, wie auch immer. Geil, richtig schön.
So, wenn wir mal an dem roten Signal HP0 anhalten. Sieht nicht so aus, als ob sich das jetzt in nächster Zeit verändert. Sehr verehrten Fahrgäste, aufgrund eines Haltzeigensignals verzögert sich unsere Einfahrt in Würzburger Hauptbahnhof um ein paar Minuten. Wir bitten um Verständnis. So, dann schauen wir mal, warum, weshalb, wieso wir jetzt rot haben. Da ist noch nichts zu sehen. Hier sind. Ach, mein Gott. Da steht was. Unser Gleis ist besetzt. FU36 fährt er weiter. Wir haben jetzt. Na gut, die 5 Minuten. Die können wir noch abwarten. Könnt ihr mal so ein bisschen die Gegend anschauen? Von Würzburg. Dort steht noch eine Quetschi. Gehen wir mal schauen, vielleicht sehen wir ja was. Oh, seht mal, da steht wieder meine Lok. Ach, sehr schön. Gucken wir mal, ob sich da schon was tut. Bahnsteig 2 auf jeden Fall 5. Bei 2 hier. Da ist er. Der RE1, der RE8. Der soll um FU36 weiterfahren. Der FU37 nach Stuttgart Hauptbahnhof. Und jetzt auch nur noch 2-3 Minuten. Der hat auch schon Ausfahrt. Uhr eins eigentlich nach. Ist das jetzt der ICE 621? Der fährt auch nach München. Über Würzburg, Nürnberg, München. Pasing wahrscheinlich. Dann hat er aber ziemlich früh Ausfahrt. Das kann der doch nicht sein. Oder? Ach, egal. Ich weiß es nicht. Ach, seht mal. Ach, wie schön. Die begegnet mir sehr oft. Meine selbst kreierte BR146. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, er hier. Wann hat er denn Ausfahrt? 11:55 Uhr. Aschaffenburg, Frankfurt am Main, Frankfurt Fernbahnhof und so weiter. Ziel ist Essen Hauptbahnhof, der ICE 724, also fährt praktisch in die entgegengesetzte Richtung, ist praktisch der Gegenzug von unserem. In Doppeltraktion, sehr schön.
RE54, 11:39 Uhr auf dem Weg nach Bamberg. So, wir haben jetzt noch gute anderthalb Minuten, dann dürfen wir auch wahrscheinlich weiterfahren, weil dann der RE8 hier endlich Ausfahrt hat. RE36, RE37, so um den Dreh hat der, glaube ich, Ausfahrt. Das ist auf jeden Fall unser Zug. Und hier steht Würzburg und das. RE8. Der macht sich jetzt hoffentlich gleich auf den Weg, sodass wir dann endlich Einfahrt bekommen. Ansonsten entfernen wir den. Er hat Ausfahrt, sehr schön. Da dürfte sich unser Gleis gleich, beziehungsweise unser Signal noch Fahrt umwandeln. So. Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir erreichen unseren nächsten Halt, Würzburg Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Korrigiere Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Sehr schön. Damit hätten wir das Ziel auch erreicht. Würzburg Hauptbahnhof mit unserem ICE 527 von Essen Hauptbahnhof nach München Hauptbahnhof. Nächste Strecke wäre jetzt beziehungsweise München-Augsburg. Das seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Ich wünsche euch von Herzen noch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Samstag. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer der Dennis Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.